Herzlich willkommen zu einem neuen Haul. Ich wollte euch zeigen, was ich so Und im Kleiderkreisel ergattert. Betrogen bei Kleiderkreisel das erste Mal. Ich habe jetzt ungefähr 74 Mal was bestellt gehabt bei jemandem. Oder 74 Mal irgendwie was gekauft. Ja, eigentlich nur gekauft, wenn man so hochrechnet, ganz schön viel. Und jetzt ist es so, dass die drei Sachen mir nicht... sie wurden als... Ich habe bezahlt, ne, überwiesen. Danach habe ich von dem Mädel nichts mehr gehört. Jetzt habe ich ihr eine Frist gesetzt bis Montag. Ich hatte Jenny gefragt, wie das denn ist. Bis Montag, wenn mein Geld nicht wieder zurückkommt oder ich die Ware nicht erhalte, weil es waren noch zwei weitere Bewertungen auf ihren, auf ihrer Kleiderkreisel-Account, sag ich mal. Und die hatte schlechte Bewertungen, dass sie Ware doppelt verkauft oder sogar... falsche Sendungsnummer schickt und so weiter und so fort, weil die Mädels haben getauscht mit ihr. Ich habe jetzt ihre Adresse rausgefunden von jemand anderes und werde sie dann Montag online anzeigen. Keine Ahnung, wie das funktioniert, muss ich mich mal reinfuchsen, aber das werde ich auf jeden Fall tun, denn sowas sollte... Am liebsten würde ich selber dorthin fahren und ihr erstmal eine rechts und links eine batschen. Mir geht es einfach ums Prinzip. Ich dachte, mit fast 30 Jahren, das Mädel ist auch 29, wäre man in der Lage, einfach normale... Verhältnisse zu haben, einfach Ehrlichkeit, ja, ich muss immer denken, in dieser Lage würde ich stecken und ich würde betrogen werden. Und genauso würde ich niemanden sagen, ja, ich verkaufe dir das, aber hab das doppelt, ja, dann überweist mein Geld wieder zurück. Ganz einfach, ganz einfache Geschichte. Sie hat sich bis heute nicht gemeldet. Ich habe sie zwar bei Kleiderkreisel, paar Mal jetzt blockieren wollen, aber irgendwie dauert das so ewig und die Mädels auch. Eine hat noch überlegt, sie anzuzeigen, die andere will direkt dorthin fahren. Also ich hatte gleich Kontakt mit denen und habe versucht, so an sie heranzukommen. Dadurch habe ich wenigstens die Adresse, weil die haben ja getauscht und sie ist ja so klug und hat es nicht an ein Postfach oder irgendwo anders dahin schicken lassen, sondern direkt auf sie und direkt aufs Konto. Und also ich weiß auch nicht, so Leute... Könnte man eigentlich nur Ohrfeigen, ne? Das ist mein erstes Mal. Ich werde euch auch auf jeden Fall berichten, wie das am Montag dann war. Werde ich mal im Style und Talk machen. Und jetzt zeige ich mal die Schätze, die ich dort gekauft habe, wo ich zu 100% die Leute auch empfehlen kann. Denn ich habe bisher wirklich keine Probleme gehabt. Also wirklich, das mal, was etwas länger gedauert hat, okay, da, aber sonst haben wir das immer klären können. Ja. Ich fange an, es sind ein paar Teile. Ich habe mir eine Augenbrauenpomade von L'Oreal, ja, gekauft, sagen wir mal. Light Blond. Ich bin super gespannt. Eigentlich brauche ich keine Augenbrauenpomade, benutze ich selten. Aber ich wollte so eine Art, Drogerie-Face machen und gucken, ob es die noch gibt. Und einfach, ja, ich fand die Farbe sehr, sehr schick. Sie ist unberührt und wir testen auf jeden Fall mal zusammen. Und ich will nur sagen, dass das eine Schweinerei ist mit Kleiderkreisel. Leute, die nicht in der Lage sind, Leuten das zukommen zu lassen, was ihnen zusteht. Also ich hatte die Ware bezahlt, also möchte ich das auch. Ja, ich Depp habe natürlich irgendwie, ich weiß es nicht, warum ich nicht einfach auf mich selbst mal höre, auf mein Feingefühl. Ich habe so ein bisschen ein Gespür dafür und trotzdem gebe ich den Leuten eine Chance. Ne? Und trotzdem werde ich öfters mal enttäuscht. Naja, also jetzt, das hat nichts mit Kleiderkreisel zu tun, aber so im Leben. Dann hatte ich mir von Dose of Colors noch die Baked Browns. Browns bestellt gehabt oder gekauft. Die sieht wunderschön aus für natürliche Looks. Ja, also auch die werden wir natürlich testen. Und die Blushing Berries. Super schön, eher im Rottonbereich und die finde ich sogar noch einen Ticken schöner als die orangene Verpackung. Wir müssen mal wieder meine Paletten. Ich habe schon zwei, also ich kann wirklich eine volle Review geben. Da gab es noch eine in Cool, also die ist eher so warm orange beige gehalten und die andere eher so bärig, was ich echt feier. Und dann habe ich die, die hier noch, die lila, ne? Die ist eher so, ja, kühle lila Töne, was ich super schön finde, für auch für den Alltag. Das sind wirklich To-Go-Paletten. Ich liebe Dose of Colors und ich werde mir auch weitere zulegen, wenn ich ein gutes Angebot sehe. Und ich meine, wenn ich unter 15 € dafür zahle, ist es für mich mit Versand, ne? Ist es
für mich auch ein gutes Angebot. Dann hatte ich mir die Estee Lauder Double Wear in der Farbe 010 oder sowas. 1C1 bestellt oder gekauft, sagen wir mal einfach gekauft. Denn ich wollte sie immer mischen. Das ist die hellste Farbe, soweit ich weiß. Und ich wollte sie in meine andere mischen, weil derzeitig passt es. Aber es scheint mir manchmal nachzudunkeln. Es kommt immer tagesabhängig. Deswegen wollte ich eine zum Mischen. Und da war auch ein Pumpi dran. Und sie ist nicht ganz voll, also so ungefähr mehr als die Hälfte und es war in Ordnung. Also ich muss die nicht unbedingt voll haben, die Produkte. Es reicht vollkommen, wenn man testen kann. Dann hatte ich mir einen super schönen Schatz ergattern können. Oh mein Gott, ich habe echt viel Geld dafür geblättert. 25 Euro, aber es war es mir einfach wert. Ich wollte Colourpop, ihr wisst ja, ich bin absoluter Colourpop-Fan und diese Palette ist eigentlich sehr, sehr neu. Deswegen war sie auch sehr hochpreisig. Die älteren Modelle sind nicht ganz so hoch, sage ich mal, aber schaut einfach mal die Verpackung. Und wenn sie nur an meine Wand, wenn ich sie an meine Wand nagel, ich finde das so geil. Das hier kommt mir so vor, als wäre es ein bisschen von James Charles abgeguckt worden. Ja, keine Ahnung. Dann hat mir eine liebe, nicht Kleiderkreiserin, das habe ich heute bekommen und deswegen habe ich gedacht, gut, dann schließen wir ab. Diese wunderschöne Marc Jacobs Palette verkauft. Ich finde sie wunderschön. Ich habe ein Video von Paintpot gesehen, da hat sie diese Palette benutzt und ich wollte sie einfach testen. Ich habe noch nichts von der Marke. Ich bin super gespannt. Ja, ich werde so langsam ein bisschen auch im High-End-Bereich tätig. Und die Liebe hat mir auch zwei Sachen als Goodie. Das ist das Goodie, was ich behalten werde. Und dann war von Reval de Loup noch eins dabei. Das habe ich schon, das habe ich aber letzte Woche schon aussortiert gehabt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich schon weiter ein Trash-Paket gemacht habe. Dann hat mich der Maybelline Highlighter mit Puma in Kooperation interessiert. Und den habe ich auch gekauft. Den finde ich super schön. Und der war günstiger als mit den 20% und so. Und dann habe ich gedacht, gut, den nehme ich mit, weil in der Drogerie finde ich den wahrscheinlich eh nicht mehr. Dann habe ich noch Pröbchen bekommen dazu, zu irgendeiner Bestellung. Und ich würde mal kurz einen Cut reinhauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Abschnitt Nummer 2. Meine Geschenke sozusagen. Die Sunny hat mir reichlich mich beschenkt und hat gesagt, ja, du darfst es haben für dich. Und ich bin dir natürlich ultra dankbar, dass ich sowas Tolles testen darf. Zum einen hat sie mir Yves Saint Laurent Primer, Touche Eclat Blur Primer. Der hat so Goldpartikel, also es sieht echt hochwertig aus. Ich bin super gespannt, wie so ein Teil funktioniert. Es sind 30 Milliliter drin und ich bin sehr gespannt, gerade mit der Foundation zusammen. Denn sie hat mir die Nuance ein Ticken heller auch zukommen lassen. Wo bist du? Du Foundation, ich hatte es jetzt die ganze Zeit da liegen. Und zwar Touche Eclat Le Teint in der Farbnuance. Oh nein, warum? Was ist da kaputt gegangen? Oh, das waren nur Puderpartikel von mir. Ich weiß es gerade nicht. So sieht die aus. Super schick, genau dasselbe Design. In der Farbe B10. Ich habe hier überall MAC-Puder. Keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Ich habe ja schon die etwas dunklere Nuance und bin super gespannt, wie die sich auf dem Gesicht verhält. Da wird es auch eine Review zu geben. Dann hat sie mir Armani C noch zukommen lassen in so einem Pröbchen. Riecht super lecker und sie hat mir so kleine Zettelchen gemacht. Das fand ich sehr, sehr lieb. Dann war da noch drin Goodbye Pores von Catrice. Dann hat sie mir so ein Kliniktäschchen, das fand ich super süß. Zwar weiß ich nicht, ob ich das weiterhin benutze, aber ich darf bestimmt mit den Sachen machen, was ich möchte. Stand, glaube ich, im Briefchen. Es liegt schon eine Weile bei mir. Ich hatte noch gar keinen kein Bock, ein Haul zu drehen, sage ich mal. Dann sind da super viele, ja, das MAC-Puder ist da reingefallen. Och nö, also so gekrümelt. Super viele Pröbchen. Ich liebe Pröbchen. Ihr wisst ja, ich teste gern. Sie sind ein Fluch und ein Segen, sagen wir es mal so. Manchmal entdeckt man ja echt tolle Sachen. Dann ist hier noch so eine Pröbchen-Teil von Kiehl's dabei. Und von Kiehl's war auch noch so eine Ultra Facial Cream dabei. Ich bin sehr gespannt. Ich habe von Kiehl's, glaube ich, noch gar nichts probiert. Finde ich, aber riecht so ein bisschen nach Arznei. Viele schwärmen, viele Beauty-Gurus und
ich bin gespannt, wie die Sachen sind. Dann ist noch dabei ein Alterra Nagelöl. Ich hatte überlegt, kann man das auch ins Gesicht sich pipetten? Ist ja eigentlich nur Öl. Eigentlich dürfte da ja nichts anderes drin sein. Oder? Ich habe keine Ahnung. Oder für die Hände oder. Mal gucken. Bei Nagelöl, ich bin so eine Tante, ich habe aus Versehen oftmals zu Nagelöl gegriffen, wollte aber was anderes. Dann bin ich auch gespannt auf die Garnier Skin Active BB Cream. Die hatte ich noch nicht. Ich hatte die andere war mir zu reichhaltig. Von der Farbe her sieht es sehr, sehr schön aus. Sandy, du kannst mir ja gerne schreiben, warum, was du an dieser nicht mochtest. Und ja, ist auf jeden Fall besser. Ich hatte bei der anderen Creme ja immer so einen speckigen Glanz. Also sie war mir zu reichhaltig. Die ist ja mattierend. Für Oily Skin, riecht aber nach Garnier-Produkten und fühlt sich auch sehr dünn, also sehr leicht an von der Formulierung. Und etwas deckender als die andere. Und bei der anderen hatte ich noch das Problem, dass wenn ich meine Zähne nachdem geputzt habe, nachdem ich Foundation drauf hatte, manchmal will man ja einfach mittags seine Zähne putzen oder so, dann, wenn es mir so ein bisschen runtergelaufen ist, war die Foundation ab. Dann war noch dabei von Clinique so Take the Oil Dinger da zum Abschminken. Passt sehr gut. Ich bin fast durch mit meinem Augen-Make-up-Entferner, also es ist nicht mal viel drin, also weniger als die Hälfte, sage ich mal. Und dann kann ich mich hier super durchtesten, denn das sind dann insgesamt 75 Milliliter, ja, 80 Milliliter, fast wie als hätte man es neu gekauft. Und von Clinique war noch so ein Face Soap, also so eine Seife dabei, auch interessant. Klinikprübchen. Ich glaube, das ist meine Pinzette, die mir heute Morgen runtergefallen ist und in die Tasche rein. Hier ist auch noch was Interessantes. Und das sind so, ja, Gesichtscremes, soweit ich das verstanden habe. Overnight und Daily Boost. So sehen die eigentlich aus. Ich bin auch da gespannt. Also wie gesagt, Gesichtspflege würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ausgeben als für Kosmetik. Also würde ich bereit sein, für eine Creme etwas mehr zu bezahlen. Dann war hier noch so ein Pröbchen. CEO. Ich habe keine Ahnung von, was es ist. Aber es sieht sehr reichhaltig aus. Vitamin C Rich Hydrating Cream. Okay. Ja, danke, liebe Sunny. Ich bin super. Oh, zwei Lippenprodukte sind auch noch mit. Zum einen, also ein wunderschöner Nude-Ton. Also erinnert mich wahnsinnig an. War das der hier? Ich glaube ja. Schaut mal von der Verpackung, sieht es auch fast so ähnlich aus. Das ist von Terra Naturi. Das ist einer meiner geliebten Farben. Und sie kommen sich sehr nah. Ich mag den sehr gerne. Oder von Terra Naturi, das war übrigens von Terra Naturi 02 Rosewood. Und da gibt es noch Korall. Ja, das ist was dazwischen, zwischen Korall und Rosewood. Und Korall ist die 07. Geswatcht sieht das Ganze so aus. Ja, ich glaube, der kommt dann eher dem Rosewood nah, statt dem Korall. Moment. Also, das ist Rose. Nee, das ist Korall. Das ist Klinik und die Klinik ist die Farbe 01, Blushing Pop. Wunderschön. Und das ist, also eine Farbe dazwischen. Das ist jetzt Rosewood. Absolute tragbare Lippen. Ich liebe es. Liquid Lipstick und Kaffee sieht so ekelhaft aus. Und dann ist noch von Clinique so ein Chubby Stick. Von Clinique habe ich noch keinen getestet, aber ich liebe diese Sticks von Astor. Das ist ein ganz, ganz leichter Lippenbalsam, so wie es aussieht. Das ist der hier und das ist die Farbnuance Watermelon. Leider rieche ich nichts. Ich werde so langsam krank. 06 Whopping Watermelon. Also überall, wo Wassermelone zu riechen ist, muss ich die Sachen haben. Ich habe gesehen, Balea hat eine neue LE. Ich werde irgendwann mal, wenn ich schaffe, in die Drogerie tapsen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche was. Somit ist mein Haul jetzt abgeschlossen. Das reicht. Ich bin sehr glücklich. Ich bin gespannt, was mit Kleiderkreisel der Tante sein wird. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Ich weiß, dass die Ille mal ein Problem hatte. Ich wollte sie auch anschreiben, aber sie hat gerade, glaube ich, einfach andere Probleme.
Ihr geht es, glaube ich, nicht so gut. Und ja, da wollte ich sie jetzt nicht stressen. Ja, aber falls du das Video siehst, kannst du dich ja mal melden, liebe Ille, und mir mal sagen, was da los ist bei dir gewesen. Ich glaube, du hast dein Geld wiederbekommen oder die Paletten. Ja, genau. Und ihr könnt mir ja gerne schreiben, zu was euch am meisten interessiert, was ich euch geben kann oder ob ich einfach so ein Fullface auf Neuheiten machen soll. Das könnte ich machen. Übrigens habe ich ganz, ganz tolle Sachen zusammen geshoppt. Ich bin super gespannt. Auch die Geschenke, die sind wahnsinnig. Das sind Sachen, die ich wirklich mal testen wollte, wie die BB-Cream oder diese Clinique-Stifte. Davon habe ich auch echt Gutes gehört. Und es ist echt eine gute Größe, um es auszutesten. Ich denke nicht, dass es eine Full-Size ist, aber eine gute Größe. Und auch, ich bin auch bei Hautpflege immer gerne am Testen. Ne? Ich bin generell immer gerne am Testen. Ja, das sieht man ja, oder? So. Ich verabschiede mich und wir hören uns beim nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!